Kapitel 10, Römerbrief, ja? Rettung kommt allein durch den Glauben. Das ist ein bisschen in Gefahr, aus einer Richtung, die ich nicht erwartet hätte, ja? Die großen Amtskirchen haben gesagt, der Glaube kommt allein, oder die Rettung kommt allein aus dem Glauben. Keine Maria dazu, ja? Das war das große Thema der Reformation. Keine Heiligenverehrung, keine Werke, keine Kasteiungen, kein Wallfahrten, kein Fasten, keine Anstrengung des Menschen, sondern einfach nur Glaube an Jesus Christus. Warum? Weil die schmale Pforte meistens so aussieht, dass ein Mensch in seinem Glauben sich so angestrengt hat, dass er irgendwann total verzagt ist und total am Ende ist. Und dann rappelt er sich wieder auf, macht er wieder weiter mit seinem Glauben, ja? Und arbeitet an sich und bastelt an sich rum und sagt, ich genüge dem Anspruch Gottes überhaupt gar nicht. Das, was Gott von mir fordert, das ist nicht in mir. Und dann versucht man das im guten Wollen und im guten Willen aus sich hervorzubringen. Und das geht nicht, ja? Und das Wort Gottes und der Geist Gottes, der ringt einen Menschen immer wieder nieder. Und dann rappeln wir uns wieder auf und dann geht es wieder weiter, ja? Und es geht so eine ganze Zeit lang, bis man irgendwann am Boden ist, weil wir merken, wir sind Fleisch und Gott ist Geist. Wir sind erdverbunden. Gott ist ewig. Gott ist heilig, ja? Wir schaffen das aus uns raus nicht. Und dann entsteht so eine Herzenserkenntnis. Und das ist was anderes als Buchstabenkenntnis, ja? Weil man das Wort dann gegessen hat, weil man das erlebt hat, weil man das erfahren hat. Jetzt stellt euch vor, jemand ist so wie bei der Jakob am Jabbok. Der liegt am Boden und der ist mit seiner ganzen Frömmigkeit einfach ans Ende gekommen. Und er hat keinen Ausweg mehr. Was sagt man dem denn? Streng dich an oder was? Hat er doch schon, ja? Er sagt, steh auf, geh, ja? Heilige dich, dann wird er sagen, hab ich schon. Ja und? Das hat nicht geklappt. Ja, versuch's nochmal, hab ich schon. Ja, dann mach's ein drittes Mal. Ich hab schon 100 Mal gemacht. Ja? Das heißt, jemand, der in so einer Situation sich plötzlich wiederfindet, der hat überhaupt gar keinen Ausweg mehr, als nur zu glauben. Weil getan hat er schon. Ja? Und zwar viel, vielleicht viel mehr als der andere, der ihm einen Ratschlag geben will. Ja? Das ist ja das Absurde eigentlich oftmals dabei. Ja. Die drei Freunde, die beim Hiob waren, die haben dem Hiob einen Ratschlag geben wollen, aber die fielen ja weit zurück hinter dem Hiob. Und der Grund, warum die Bibel sagt, dass der Glaube allein rettet, ist der, dass der Glaube, der rettende Glaube an Jesus, der spricht halt die Menschen an, die mit ihrer Gesetzestätigkeit, ihrer Gesetzesanstrengung und im guten Sinne und positiv gemeinten Anstrengungen im Glauben einfach an ein Ende gekommen sind und sagen, ich schaff das nicht. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie die anderen das machen. Irgendwie kriegen wir, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Ja? Und Glaube, das ist auch wichtig. Glaube ist das Gegenteil von etwas zu tun. Ja? Glaube ist das absolute Gegenteil von etwas zu tun, weil ihr oft in den Gemeinden hört, du glaubst nicht richtig, du musst noch mehr glauben, du musst noch fester glauben. Als ob der Glaube ein neues Werk wäre, was man tut. Ja, wir sind zwar nicht jetzt mehr im Katholizismus, wir glauben nicht mehr an die Heiligen, wir wallfahren auch nicht nach Lourdes, aber wir Evangelikale, wir haben unser Werk im Glauben. Das ist das Glaubenswerk, ja? Und das ist ein ganz grundsätzliches Missverständnis, was dann da passiert. Glaube ist für Leute, die am Boden sind und die kein Werk mehr tun können. Und die kommen durch diese einzige Türe, die für den Menschen offen ist, durch den Glauben an Jesus kommen die zum Heil. Und werden damit gesund und werden damit stabil und werden damit fest im Glauben, ja? Und haben dann ein ganz anderes Evangelium als die, die noch mit dem Buchstaben unterwegs sind. Und das ist das, wo der Römerbrief von spricht. Und deswegen ist diese Rettung allein durch Glauben auch den Reformatoren so wichtig gewesen, weil sich da so viel drumherum gerankt hat. Und das findet ihr heute auch, da gibt es so die Lehre vom reinen Herzen in manchen Gemeinden. Das heißt also, du kommst zum Glauben und hast jetzt ja dann Gottes Geist, so wird dann gesagt. Ja? Und weil man Gottes Geist hätte, wäre man jetzt in der Lage, auch das Gesetz zu erfüllen. Das ist eine ganz gefährliche Lehre. Das macht einen psychisch kaputt. Ja? Denn wir sind nicht da, um das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz hat schon jemand erfüllt für uns. Das war Christus. Ja? Wir hängen an Jesus Christus. Und die Aufgabe der Gemeinde ist nicht, das Gesetz zu erfüllen. Die Aufgabe der Gemeinde ist, Jesus Christus darzustellen. Ja? In Schwachheit, keine Frage. Ja? Aber das Gesetz, das ist schon erfüllt. Das Gesetz ist schon vorbei. Wir sind doch nicht mehr unter Gesetz.
Das ist alles Neues Testament. Und diese Begriffe, die muss man eigentlich neu füllen, ja? Die muss man in dem Zusammenhang füllen, wie die Schrift uns die vorstellt. Und manchmal kommen da so Dinge rein, wie dass der Glaube zum Werk wird. Du glaubst wohl nicht genug. Du musst noch fester glauben. Ich glaube jetzt ganz fest, mehr als eben noch, ja? Ja? Und jetzt noch mehr. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, wie das geht, ja? Ich weiß nur eins, dass wir sagen dürfen, Herr Jesus, du bist doch dafür gestorben. Du bist nicht für theoretische Sünden gestorben, sondern für echte, praktische Sünden, die ich in meinem Leben noch habe. Bist du gestorben? Danke, Herr. Ich hänge auf Gedeih und Verderb an dir. Ja? Und für alle anderen gilt Gesetz. Für alle anderen gilt Gesetz. So lange, bis sie auch dann an der Position sind. Ja? Für alle anderen wird Gesetz gepredigt, bis sie auch am Boden liegen. Dafür ist das Gesetz gegeben. Denn das Gesetz weist auf Christus hin. Da kommen wir gleich zu im Text nochmal. Ja? Denn Christus, schreibt Paulus, Christus ist des Gesetzes Ende. Da steht im Griechischen Telos, das Ziel. Also wenn man irgendwo hin unterwegs ist und wir fahren gleich nach Rehe, dann ist Rehe unser Telos. Ja? So ist das Verständnis. Und Christus ist des Gesetzes Ende, des Gesetzes Ausgang, des Gesetzes Ziel. Das Gesetz treibt zu Christus hin. Ja? Und das geschieht dadurch, dass das Gesetz uns zeigt, dass wir Sünder sind und dass wir aus uns selber heraus nicht in der Lage sind, dem heiligen Wesen Gottes zu entsprechen. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Für die Juden ist das Halten des Gesetzes schon das Ziel ihres Glaubens. Ja? Die Juden sagen, wenn du das Gesetz hältst, dann bist du ein rechter orthodoxer Jude, obwohl sie 80% des Gesetzes nicht halten können. Weil 80% des Gesetzes betrifft den Tempel und den haben sie nicht mehr. Ja? Und die Opfervorschriften, das geht nicht mehr, ist vorbei. Aber für das Judentum war das der Hauptziel ihrer Anstrengung und das Gesetz musste getan werden, nicht geglaubt, schreibt Paulus im Galaterbrief, ja? Das Gesetz muss man tun, wer das Gesetz tut, wird leben. Nicht wer das Gesetz für wahr hält, wer das Gesetz tut, das Gesetz musst du tun. Ja? Und das Tun des Gesetzes, das Halten des Gesetzes, das war das Telos des Judentums. Paulus verwendet das Gesetz anders. Paulus zeigt, dass das Gesetz uns Menschen zeigt, dass wir schuldig sind vor Gott und dass wir Vergebung brauchen und die finden wir allein in Jesus. Und so weist das Gesetz hin auf Christus. Und Christus ist der Telos des Gesetzes, das Ziel, der Abschluss. Da soll das Gesetz hinführen. Und so verwendet Paulus das Gesetz auch. Paulus verwendet das Gesetz nicht, dass er sagt, wir müssten das Gesetz jetzt halten. Sondern er verwendet das Gesetz, um die Menschen zu Christus hinzuführen. Und so können wir das auch machen, im Geschäft, im Alltag und so weiter. Ja? Da kann man schon mal jemandem sagen, du sollst nicht Ehe brechen. Dann lässt man den stehen, lässt es 14 Tage einweichen. Ja? 14 Tage später trifft man den dann wieder. Ja? Das darf man tun mit dem Gesetz. Denn die Gnade und der Glaube ist für die, die unter diesem Gesetz gescheitert sind. Für die gibt es keinen anderen Ausweg mehr, weil die nicht mehr in der Lage sind, was zu tun. Die haben getan, die haben gearbeitet im Gesetz, die haben gekämpft im Gesetz und das Gesetz hat sie niedergerungen und sie liegen am Boden und sie sind nicht mehr in der Lage, noch irgendetwas zu tun. Das ist wie eine Depression. Ja? Eine Depression ist, du hast keinen Druck mehr auf der Leitung. Ja? Du brauchst ja normal, um zu funktionieren, braucht man ja einen Blutdruck und eine Sauerstoffsättigung im Blut. Ja? Und wenn du so eine Depression, das Depression ist weg, der Druck. Ja? Wie heißt das? Pression, Bière Pression heißt das im Französischen. Ja? Bier mit Schaum, ja? Ja? Und diese Pression, die ist weg, Depression, du hast keinen Druck mehr auf dem Blutdruck und auf der Leitung und auf der geistlichen Leitung auch nicht mehr, der Druck ist weg. Und dann liegst du dort wieder Jakob am Jabok. Und für die gilt, allein der Glaube rettet. Das ist das Evangelium, das ist das erlösende Wort. Und da geht einem die Sonne auf und da liest man seine Bibel anders und da versteht man sich ganz anders. Und da wird man frei von diesem ganzen Pseudodruck im Gesetz, von diesem ganzen Perfektionsdruck, unter den wir Deutsche uns sowieso gerne setzen. Ja? Da wird ein Mensch plötzlich authentisch. Da können wir aufatmen, weil wir bei Christus sind. Ja? Und weil Christus uns frei gemacht hat von dem eigenen Anspruch, unter dem wir stehen und von dem Anspruch des Gesetzes, weil er ist das Gesetzesende. Und da wird ein Mensch neu. Und dann ist er gerne Christ, nicht gezwungen, ja? Weil er es so gelernt hat oder weil die Eltern ihn so erzogen haben. Er ist gerne Christ, weil er weiß, ich weiß, was ich glaube. Und ich weiß auch genau, wer ich bin, ja? Aber ich weiß auch, wer Jesus ist. Und in der Balance geht ein Mensch dann. Bis wir irgendwann beim Herrn sind. Ja? Und dann wird man ein anderer Mensch. Das ist das, was das Gesetz sagt. Das ist mir ganz, ganz wichtig auch, weil das Gesetz
vom Sinai gehört ohnehin einem alten Priestertum an, das nicht mehr existiert. Ja? Das ist ja das Priestertum Aarons und Levis. Das gibt es ja gar nicht mehr, oder? Welchem Priestertum sind wir denn? Melchisedek, ja, genau, haben wir gestern Abend von gesprochen. Ja? Melchisedek, ein großes Geheimnis im Alten Testament. Ja? Also das Priestertum hat sich geändert. Das aaronitisch-levitische Priestertum, das ist vorbei. Das hören die Juden nicht gerne. Im Fernsehen darf ich das nicht mehr sagen. Und noch ein bisschen weiter gehe ich dafür ins Gefängnis. Ja? Ist aber biblische Lehre. Kommt das aaronitisch-levitische Priestertum nochmal? Nein. Nein, warum nicht? Weil der Melchisedek ein ewiges Priestertum hat. Ja? Das hört nicht mehr auf, das Priestertum Melchisedeks. Christus hat das an sich genommen. Christus ist hoher Priester für alle, die an ihn glauben. Und König wird er für die ganze Welt, ob die Welt an ihn glaubt oder nicht. Er wird herrschen. Ja? Dann ist er Königpriester wie Melchisedek. Ja. Also kommt das aaronitisch-levitische Priestertum nicht mehr? Nein. Warum gehen die Christen denn zurück zum Berg Zion und wollen das Gesetz halten? Das Gesetz ist Mose. Versteht ihr? Das ist ja eine Verirrung eigentlich. Wir haben ein anderes Gesetz. Wir haben das Gesetz Christi. Was ist denn das Gesetz Christi? Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ja? Galater 6, 16. Ja? Da sieht man das Gesetz Christi. Und das ist nicht mehr das aaronitische Gesetz, sondern der Paulus sagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Christus hat auch unsere Last getragen. Ja. Ja, dann soll ich das tun, was Christus mit mir getan hat, soll ich mit meinem Nächsten tun? Ja. Ja, dann soll ich ja eigentlich so sein wie Jesus. Ja. Ja, und warum? Ja, weil das Gesetz des Geistes ist. Das ist das Gesetz, dem wir nachfolgen sollen. Und du sollst so sein wie Christus. Warum? Weil du doch ein Teil Christi bist. Du bist doch Leib Christi. Ja? Wir sind doch in Christus. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Was sollte sie denn anders tun, als so sein, wie sie schon ohnehin ist? Das sind die Gedanken, die das Neue Testament hat. Warum gehen die Christen denn zurück ins Gesetz? Warum wollen die Christen oder die Pastoren fangen an und erzählen vom Gesetz, dass wir das Gesetz halten sollten? Wenn wir das Gesetz Christi halten, halten wir auch das Gesetz. Aber wir halten viel mehr. Wir halten nicht nur die 10 Gebote, nicht nur die 613, wir halten alles. Und noch viel mehr. Ja? Überleg mal, Israel wartet auf den Messias, oder? Ja. Jetzt sage ich was Heftiges. Ihr seid Messias. Ist das wahr? Das ist wahr. Wir sind der Leib Christi, wenn wir wiedergeboren sind. Wir gehören zu Christus. Wir sind in Christus. Luther sagt, ich bin Christus nach meinem neuen Menschen. Mein Alter nicht, ja? Der Alte hat das Gesetz übertreten, der wird auch sterben, wird wieder zur Erde werden. Aber der neue Mensch, der ist frei vom Gesetz, der gehört zu Christus. Der ist ein Teil Christi, weil wir einen Teil von seinem Geist haben. Und weil wir einen Teil von seinem Geist haben, weil Gott uns von seinem Geist gegeben hat, weil wir der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind, sind wir ein Teil des Messias. Überleg das mal. Die Berufung der Gemeinde ist viel mehr als das, was Israel hatte. Israel wartet auf den Messias. Wir sind der Leib Christi. Und Christus und Messias ist dasselbe Wort. Einmal auf Hebräisch und einmal auf... Merkt ihr das? Die Berufung der Gemeinde ist viel größer als das, was Israel hatte. Viel mehr. Und deswegen sollen wir nicht zum Sinai zurück. Nicht in den alten Bund. Wir bleiben bei unserem Herrn Jesus Christus. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Ausrichtung. Und wir mögen auch das Gesetz, wir lieben das Gesetz. Ja, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Aber das Evangelium ist besser. Und wir lesen das Gesetz nicht nach dem Buchstaben, als ob wir das erfüllen müssten, sondern wir lesen das nach dem inneren Sinn des Wortes Gottes, was er lebendig gemacht hat in Christus. Und wenn wir das Alte Testament, das Gesetz so lesen, wird das lebendig und führt uns zu Jesus. Ja? Das ist das, was die Leibesgemeinde Jesu hat. Und diese Leibesgemeinde Jesu ist ein Geheimnis in der Welt, was die Welt nicht versteht, wo wir uns selber ja kaum verstehen. Und wir müssen lernen, uns aus diesem Wort Gottes neu zu verstehen. Und das ist das, was Paulus im Römerbrief uns versucht nahezubringen. Ja? Das ist was, da hat was ganz Neues angefangen. Was Unglaubliches, was Israel nicht geglaubt hat, was sie nicht wollen, bis heute nicht. Und heute ist es so, und dann bin ich da mit meiner langen Vorrede am Ende, heute ist es so, dass Israel, nein, ich muss anders sagen, heute ist es so, dass die evangelikale und die christliche Welt sehr stark ins Judentum zurückgeht und die Gemeinden kennen sich mit den Matzen und mit dem Passafest besser aus als mit der Rechtfertigung in Christus und mit dem Gesetz des Geistes. Ja? Warum ist das denn so? Weil die Christenheit irdisch gesinnt wird.
Die sind ins Sichtbare zurückgefallen. Die sind verhaftet in dem irdischen Israel. Und es dreht sich dann immer weiter und so salamischeibchenweise immer weiter um, bis wir irgendwann zu Juden 2.0 werden. Ja, wir müssen dann, irgendwann gibt es ambulante Beschneidungen in den Gemeinden sonntagmorgens. Ich übertreibe ein bisschen, gell? Aber der Weg geht schon dahin. Ja, also das wird, du darfst als Christ auf gar keinen Fall was gegen Israel sagen. Das ist schon verboten, ja? Du darfst was gegen Deutschland sagen, auch gegen Amerika, aber nicht gegen Israel. Wo ich sage, Israel ist ein Staat, politischer Staat. Ja, das hat aber eine besondere Stellung, dieses Volk, ja? Ja, das sage ich einverstanden, aber auch irgendwo nicht, ja? Kommen wir jetzt aber später nochmal drauf. Aber diese Dinge kommen immer mehr hoch und es wird irgendwo in eine jüdisch-israelisch-zionistische Richtung wird das gedrängt. Die Amerikaner sind da noch weiter wie wir. Ja? Das ist eine erstaunliche Entwicklung, die sich da auftut. Ja? Aber jetzt lesen wir mal dann den Römerbrief und gucken mal, ob wir da so Eingang finden. Ja? Also der Paulus sagt, liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist und ich flehe auch zu Gott für Israel, dass sie selig werden. Das finde ich eine schöne Haltung, ja? Weil Paulus kommt ja aus Israel und er weiß, was Israel gerade dabei ist zu verlieren. Die verlieren den Bund, den waren die Väter, aus ihnen kommt auch der Christus nach dem Fleisch. Sie haben die Schriften gehabt, ihnen ist das Gesetz gegeben und der Paulus merkt, das geht alles kaputt, weil sie nicht an Jesus glauben. Das ist alles, das wird alles zerstört und deswegen fleht er, ja? Er fleht zu Gott für Israel, dass sie selig werden, dass sie Jesus erkennen werden. Denn sie werden sonst alles verlieren. Und da tröste ich mich ein bisschen, weil ich bin ein Europäer. Und das sehe ich mit meinem Heimatland auch. Das, was Paulus hier mit seinem Heimatland erlebt hat, das wird mit unserem Heimatland auch passieren. Irdisch gesehen. Ja? Wir sind Himmelsbürger, einverstanden. Aber Paulus hat gesagt, dieser irdische Segen, der wird von Israel weggehen. Und das Land wird auch zerstreut werden. Und ist ja auch alles passiert, 2000 Jahre ohne Land, ohne Tempel, ohne Priester, ohne Opfer, ohne Reinigung. Und Paulus hat das gewusst, dass das kommen wird. Und deswegen fleht der. Ja? Und das ist seines Herzenswunsch. Der hängt halt auch an seinem Volk. Ja? Liebe Brüder, da meint er die Römer mit, ja? An die er diesen Brief schreibt. Meines Herzenswunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Israel, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. Das ist das, was ich eben versucht habe, so kurz zu skizzieren. Dass man eifert in der Christenheit fürs Gesetz, aber das ist mit Unverstand geeifert. Wir müssen mit Verstand eifern. Ja? Ich sage zu meinen Kindern immer, ihr müsst klug sein. Dumm sind doch die anderen schon. Ja? Lasst uns als Christen ein bisschen klug sein. Lasst uns weise sein. Lasst uns ein bisschen vorsichtig sein und wenn es notwendig ist, auch ein bisschen kess. Ja? Aber lasst uns auch klug sein, nicht mit Unverstand eifern. Und dieser Eifer mit Unverstand, den beschreibt der Paulus, wir haben gestern am Tisch kurz davon gesprochen, auch in den charismatischen Gemeinden, ja? Dass das auch so ist, dass da oft mit Unverstand geeifert wird. Und dass man um Geistesgaben ringt, die aufgehört haben. Ja? Wir sollen uns ans Wort Gottes halten. Das findet man immer wieder, das findet man auch in allen möglichen Gemeinden und auch in katholischen Kirchen, evangelischen Kirchen, ja, findet man, bei der katholischen Kirche finde ich es relativ deutlich, sorry, wenn ich das so offen sage, weil da halt Maria als Mutter Gottes mit neben Jesus gestellt wird, das finde ich schon sehr plastisch, das darf man nicht tun, ja, ist nicht erlaubt. Oder zu Heiligen zu beten, das geht halt nicht, ja, kennt die Bibel nicht, darf man nicht machen. Aber die evangelische Kirche hat auch irgendwann ihre Unarten bekommen, also mit LGBTQ wisst ihr ja auch alles, was da mittlerweile möglich ist, ja. Aber was ich besonders gefährlich finde, ist, wenn dieser Eifer, wenn der so fromm wird, ja, und wenn es dann heißt drum, du musst das Gesetz erfüllen, weil da gehen Gläubige wirklich kaputt drunter. Die können das nicht aushalten. Und das ist für mich so eine feine Verführung, die man zunächst vielleicht nicht mal so direkt sieht, ja, aber die auf Christen sehr viel Druck ausübt und die irgendwann da psychisch drunter kaputt gehen, was nicht nötig wäre. Vielleicht die ein oder andere kennt das, ich mag das Bild sehr aus dem Alten Testament. Du sollst das Böcklein nicht in der Milch der Mutter kochen, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ne? Das ist ganz komisch, wer macht denn sowas? Wer nimmt der Muttermilch, nimmt so ein kleines Zicklein, steckt in die kochende Milch rein und kocht das gar? Wer macht denn sowas? Was für ein absurdes Bild. Aber wenn man das Evangelium, wo der Petrus sagt, seid begierig nach der lauteren Milch des Evangeliums, wenn man das Evangelium so gesetzlich heiß macht, und junge Gläubige da reinsteckt, bis die tot sind, dann hat man dieses Gebot übertreten aus dem Alten Testament. Versteht ihr das Bild? Die Milch ist ja eigentlich dafür da, dass das kleine Böcklein groß und stark wird
und kräftig wird. Dafür ist ja Milch. Ja, deswegen kriegt's ja. Jetzt gibt es aber Leute, die nehmen die Milch des Evangeliums, die eigentlich dazu da ist, dass wir stark werden, dass wir authentische Menschen werden, dass wir weise Leute werden, dass wir gegründet sind im Glauben, nehmen dieses Evangelium, machen das so heiß, so scharf, mit Peperoni rein, ja, und ein bisschen Tabasco noch oben drauf und dann Temperatur hoch und stecken dort die Gläubigen rein. Und dann, die sterben da drin. Ja, die kommen da drin um, in dieser Suppe, die da zusammengerührt wird. Und das ist das Bild aus dem Alten Testament, dass die Juden essen halt koschere Küche, die essen nicht Milch und Fleisch zusammen, weil die das ganz irdisch verstehen, nach dem Buchstaben. In Holland darfst du nach dem Mittagessen eine halbe Stunde lang kein Cappuccino trinken mit Milch drin, weil das nicht koscher ist. In Israel muss man anderthalb Stunden warten. In Amerika gibt es wieder andere Regeln. Milch und Fleisch darf nicht zusammen gegessen werden. Der Gesetzesmensch ist so, ja? Aber wir verstehen das Wort nach dem Geist und wir verstehen, dass hier, das ist eine der ganz wenigen Stellen in der Bibel, die dreimal erwähnt wird. Du sollst das Böcklein nicht in der Milch der Mutter kochen. Du sollst das Evangelium nicht so heiß machen, dass die kleinen Christen da drin ums Leben kommen. Das sagt das Wort. Nicht, dass du kein Cappuccino trinken darfst nach dem Essen. Jesus sagt, es wird alles verdaut und geht durch seinen natürlichen Abgang, geht es weg. Das ist doch, ja? Jesus, ja, spricht das ganz normale Verdauung. Ja, das, aber der Gesetzesmensch macht so Unsinn daraus. Aber wir verstehen das nach dem inneren Sinn. Und wir verstehen, dass hier etwas ganz Gefährliches passieren kann, dass nämlich dieses Evangelium, was uns zur Stärkung gegeben ist, dass das zum Gesetz wird und einen Menschen tötet. Und viele sind gutgläubig und begeben sich gutgläubig da rein und merken nicht, was mit ihrer Psyche passiert, mit ihrer Seele, dass die traurig werden irgendwann. Ja? Und dass die so eine Persönlichkeitsspaltung haben, einerseits in der Gemeinde fromm sein zu müssen, aber im Geschäft wieder normal oder was, ja, da hat man so eine Doppelwelt irgendwie, führt man da, ja, das ist ja nicht authentisch, ja, das ist ja eine Art von Persönlichkeitsspaltung, die da passiert. Glaubt nicht alles, lasst euch nicht alles erzählen, seid manchmal auch ungehorsam, ja, muss man ja in so Zeiten wie heute fast sagen. Erlaubt euch das, ja. Und wenn es um Dinge des Glaubens geht, dann sind wir da auch treu. Da geht es ja nicht drum, ja. Aber manchmal ist es gut, man läuft einfach weg. Sorry. Einfach gehen. Es hat keinen. Jesus sagt zu den Jüngern auch, lass sie, sind blinde Blindenleiter. Lass sie. Wir gehen weiter. Wir haben nicht für alles Zeit. Ja, ist einfach so. Ist schade, aber ist so. Und trotzdem ringt der Paulus hier, ja. Das ist sein Herzenswunsch. Der fleht zu Gott für Israel, dass sie selig werden, dass sie Jesus erkennen, ja. Ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand, denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Nicht vom Bundeskanzler, ja, nicht von einem weltlichen Gericht, ja, sondern eine göttliche Gerechtigkeit, die erkennen sie nicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, die vor Gott Bestand hat. Und sie trachten, sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, indem sie am Sabbat halt nur einen Sabbatweg weit gehen und keinen Sauerteig im Haus haben, wenn der Sabbat ist. Das wird an den Araber verkauft, der kriegt da Geld für. Der Araber nimmt den Sauerteig dann über den Sabbat und am Tag nach dem Sabbat bringt der Araber den wieder zurück, kriegt er wieder Geld für. Ja? Und dann ist der Sauerteig wieder 6 Tage beim Juden im Haus und am nächsten Sabbat wird das wieder an. Und der Araber freut sich. Der findet das super. Würde ich auch, ja? Ich meine, der lebt davon, ja? Aber die müssen halt den Sauerteig aus dem Haus tun und dann gehen sie halt zum Araber und holen den nachher auch wieder zurück. Ob der dann immer noch koscher ist, ich weiß nicht genau. Ja? Aber das ist der Gesetzesmensch. Also ein religiöser Mensch kommt auf lauter so irrsinniges Zeugs. Ja? Jemand, der authentisch im Glauben ist, der macht sowas nicht. Ja? Aber das sind so Sachen, wo er sagt, die Juden versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, indem sie sklavisch am Gesetz halten. Ja? Er sagt mal an einer Stelle, deren Gott ihr Bauch ist. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, weil ich halt ein Europäer bin, ja, und nicht im Alten Testament bewandert, habe ich gedacht, der Paulus meint Völlerei, Hedonismus, deren Gott ihr Bauch ist, ja, die alles in sich reinstopfen, alles konsumieren, was sie so kriegen. Meint der Paulus nicht. Der Paulus sagt, deren Gott ihr Bauch ist, damit meint er die sklavisch den Speisegeboten des Alten Testaments folgen, die ihren Gott, ihren Bauch, ihren Darm anbeten. Er ist da sehr zynisch, der Paulus, ja. Das meint er eigentlich damit. Und da ist mir klar geworden, ich muss mich auf die Bibel einlassen. Ich als Europäer, als Deutscher, der so gelebt hat, ja, ich habe gedacht, wenn jemand das Gott sein Bauch ist, dann ist das jemand, der in Völlerei lebt. Ja. Ich habe einen Freund, der ist ein recht vermögender Mann, der isst für sein Leben gern. Und der isst Sachen, die sind so teuer, da andere Leute müssen einen Monat arbeiten für. Das empfinde ich als Völlerei, ja.
der die teuersten Zigarren, die man sich vorstellen kann. Das ist eine Form von Völlerei für mich, ja. Ich sage ihm das auch immer. Nicht immer, aber manchmal, ja. Aber das war da nicht gemeint. Man muss sich ein bisschen auf die Bibel, muss die Bibel ein bisschen kennen. Und trotzdem gilt das auch für Leute, die in Völlerei leben. Natürlich, ja. Aber an der speziellen Stelle jetzt halt nicht. Deren Gott ihr Bauch ist, meint Paulus die Speisegebote. Und das ist das, was die Juden, wo sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind zu der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Guck mal, hier ist es zweimal. Paulus sagt, es geht nicht um eine menschliche Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit vom Sinai, von irgendetwas Irdischem, sondern eine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die Gottes Nähe aushält, die Gottes Heiligkeit entspricht und gerecht wird. Die kannst du nicht selber aufrichten. Das können wir nicht, weil wir Fleisch sind. Das ist vorbei. Ja? Wir hatten den Zustand mal im Paradies, aber das sind wir nicht in der Lage. Ja? Und Paulus weitet hier eigentlich den Blick und er sagt, die Israelis, Israel hat das nicht erkannt, die Gerechtigkeit in Christus. Ja? Sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Telos. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Ja, nee, das ist zu einfach. Da kann ja jeder kommen. Ja, soll ja auch, oder? Da soll auch jeder kommen. Ist so einfach, damit jeder kommen kann. Es kommen nicht alle, schreibt Paulus auch später nochmal. Aber deswegen ist es so einfach. Damit alle kommen. Jeder, der sucht, der soll da finden. Ja? Und das ist der einzige Zugang, den wir haben. Und die Juden sind gut gewesen im Halten des Gesetzes. Die haben das wirklich studiert und seziert und ziseliert und ausformuliert und aufgeschrieben in einem Talmud mit vielen, vielen tausend Büchern und haben das alles kommentiert und wie das Gesetz gehalten werden soll und was du da alles einhalten musst. In Brooklyn, in Amerika, New York, Brooklyn, Crown Heights, wo die Juden wohnen, da wird am Sabbat ein Faden gezogen um Crown Heights. Ein Faden durch die Straßen durch, rund um das jüdische Viertel. Und einer der Rabbiner fährt am Schabbes, heißt es, fährt er immer diesen Faden ab und guckt, ob der Faden noch da ist, weil das dann ein abgegrenztes Gebiet ist, wie eine Art Innenhof, den man da so künstlich installiert hat mit diesem Faden. Und innerhalb von einem Innenhof darfst du dich am Sabbat bewegen. Haha. Ja, da machen wir also aus Crown Heights, machen wir so einen Faden drum und dann darfst du am Schabbes auch in Crown Heights zur Synagoge gehen, weil am Sabbat darfst du ja nur einen Sabbatweg gehen. Das ist Judentum. Im Aufzug drückst du auf den Knopf, dann wartet der Aufzug ein paar Sekunden und dann fährt er erst los. Weil du darfst am Sabbat ja kein Rädchen bewegen. Aber wenn du da drauf drückst und der Aufzug selber entscheidet, wann er losfährt, dann ja, hast du da ja nichts mit zu tun. Ja? Du darfst am Sabbat auch kein Feuer anmachen, darfst auch kein Licht anmachen. Du kannst aber schon sagen, oh, schon dunkel jetzt. Vielleicht finde ich einen Araber, der weiß, wo mein Schalter ist. Ja? Du darfst aber nicht da Druck ausüben, sondern du musst es sagen, also ohne dass da jetzt jemand irgendwie, weil dann übst du ja Druck auf den aus und dann hast du das Gesetz gebrochen. Du musst es also, du darfst den Schalter nicht selber an, aber du sagen, oh, schon dunkel, ich kann gar nicht richtig sehen. Also wenn man jetzt Licht hätte, ja, also das ist Judentum, ja, ja. Wir haben einen Kühlschrank von Ikea. Okay. Das ist ein Sabbatmodus. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Sabbatmodus von Liebherr. Ja. 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 Ja, absolut, ja. Ja, ist koscher, ne? Koscher vor Schabbes, ja. Ja, ja, genau. 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 Es geht auch kein Sauerteig rein, ist verboten, ja. Ja, also das sind so Sachen, wo der Gesetzesmensch sich so allerlei Vorschriften dann auch macht, ja. Und wir in Europa, wir haben so ungeschriebene Gesetze oft, auch in den evangelikalen Gemeinden gibt es so ungeschriebene Gesetze, denen man dann irgendwo entsprechen muss. Und es dauert Jahre, bis du denen entsprichst. Wenn du neu zum Glauben kommst, kommst du in die Gemeinde rein, bis du da mal aufgenommen bist. Das dauert Jahre. Und du musst dich, sorry, dass ich mal so ganz blöd rede, ja, du musst dich in die Hackordnung dort einfügen, weil die Hackordnung ist schon vergeben. Und wenn du da deinen Platz findest, funktionierst du da drin. Wenn du den Platz nicht findest, wirst du ausgestoßen. Also so, ja. Das sind so, Psychologen müssten das mal analysieren, was da passiert. Das ist keine geistliche Gemeinschaft, sorry. Ich habe das erlebt, ja. Also es ist nicht alle, in allen Gemeinden so. Aber bei manchen Gemeinden ist das so, wenn du da nicht deinen Platz zugewiesen bekommst und den dann einnimmst, dann passt du nicht in dieses soziale System rein. Und dann wirst du da nicht heimisch werden. Ja?
Und das ist schade eigentlich, ja, weil da geht es ja eigentlich nicht drum. Es geht ja um eine geistliche Gemeinschaft, die wir haben miteinander. Aber manche Gemeinden oder Kirchengemeinden ist das so geworden, weil die so versprödet sind mit der Zeit. Ja? Und da sagt Paulus halt hier, sie versuchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, aber das Gesetz, das Halten des Gesetzes, das hat in Christus ein Ende. Denn das Gesetz ist kein Selbstzweck. Im Judentum ist das Gesetz ein Selbstzweck, aber bei Christus nicht. Bei Christus ist das Gesetz wie ein Vektor, wie so eine Zielrichtung, ja, wie so ein Pfeil, der weist zu Christus. Und erst wenn wir bei Christus sind, dann sind wir angekommen. Vorher nicht. Und wenn wir bei Christus sind, wollen wir nie wieder zurück. Und wer, ich sag mal, am Jabok war, wer den Zerbruch erlebt hat und wer Christus angenommen hat und in Christus gefunden hat, dass das Gesetzes Ende ist, der wird anders vom Gesetz predigen. Das wird man schmecken, dass der am Jabok war, der Mann. Dass der unterscheidet zwischen Gesetz vom Sinai und Gesetz Christi. Der kennt den Unterschied zwischen Glaubensgesetz und Glaubensanstrengung. Der spürt das, weil der das selber erlebt hat. Ja? Und diesen Unterschied, den merkt man. Und wer in Christus gesund geworden ist, der will nie wieder zurück zu dem Gesetz. Weil er das kennt er schon. Und das war damals schon falsch. Ja? Und Paulus schreibt dann weiter, Mose schreibt wohl von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Welcher Mensch dies tut, der wird dadurch leben. Das Gesetz ist nicht des Glaubens, sagt Paulus. Das Gesetz musst du tun, du musst das ausüben. Und das ist auch meine Kritik am Judentum. Denn ich sage, ihr führt ja 80% des Gesetzes nicht aus. Sag nicht ich, sagt Rabbi Skobak aus Amerika. Der sagt, wir können die Gebote ausüben, die uns etwas verbieten zu tun, aber wir können nicht die Gebote ausüben, die uns etwas gebieten zu tun, weil 80% der Gebote beschäftigt sich mit dem Tempel und der Tempel ist halt nicht mehr da und die Gebote können wir nicht mehr ausüben. Ja gut, sagt Paulus, aber wenn du ein Gebot übertrittst, bist du ja alle Gebote schuldig geworden. Das heißt, wenn die Juden also 80% des Gebotes nicht einhalten, dann sind sie das ganze Gesetz schuldig geworden. Was ist dann mit ihrem Judentum? Das ist dann auch am Ende, oder? Aber ohne Christus. Das ist ja gar nicht konsequent, was da ist. Und was wollten die Juden uns geben, was wir nicht schon hätten in Christus? Ein Tempel, den sie nicht haben? Ja, wir sind der Tempel. Ein Messias, auf den sie warten? Wir sind in Christus. Ein Opfer, was sie nicht ausüben können in Jerusalem? Wir haben ein Opfer, das Opfer Christi. Wir haben alles das, was Israel nicht hat, das haben wir im Geist und in der Wahrheit. Und das könnte Israel auch haben, wenn sie sich denn zu Jesus bekehren wollten. Aber das wollen sie nicht, weil sie ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, ja? Und diese Verbohrtheit, diese Verbocktheit führt in so eine Sackgasse rein, in der man drin bleibt, aber immer wieder in dieselbe Richtung reinläuft und nicht da raus will, nicht da weg will, ja? Weil man noch nicht gemerkt hat, dass man damit zu keinerlei Ziel finden kann. Das Gesetz war im Alten Testament gegeben, damit Israel ein Modell 1:50 sein würde von der Gemeinde Jesu. Das war eine modellhafte Sache. Aber als Christus gekommen ist, fängt etwas vollkommen Neues an. Ja? Und Paulus verwendet das Gesetz dann auch anders. Oh ja, das ist eine gute Idee. Willst du beide aufmachen? Ja, das ist gut. Ja. Sehr gut, ja. Geht ein bisschen Luft. Ja. Das ist sehr ungewöhnlich, dass man im Westerwald schwitzt. Aber das gibt's. Im Westerwald schwitzt man nur, wenn man arbeitet. Sonst nicht, sonst friert man da. Ja. Ja. Und einer hat gesagt, wir sind die Leute, die beim Essen schwitzen und beim Arbeiten frieren. Ja. Okay, also Paulus sagt, Mose als Gesetzgeber, der sagt vom Gesetz, die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, heißt, der Mensch, der dies tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so, sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinaufgehen, Himmel fahren. Das ist nichts anderes, dem Christum herabholen. Oder, wer will hinab in die Tiefe fahren? Das ist nichts anderes, den Christum von den Toten heraufholen. Aber was sagt sie, die Gerechtigkeit aus Glauben? Die Gerechtigkeit aus Glauben sagt, das Wort ist dir nah in deinem Mund und das Wort ist dir nah in deinem Herzen. Das Wort ist nicht weit weg. Du musst nicht in den Himmel fahren, um das Wort Gottes von dort herabzuholen. Das ist in Christus schon vom Himmel herabgekommen. Du musst dich in die untersten Örter der Erde fahren, um das Wort von dort zu holen. Das ist dir nah an deinem Herzen. Christus war dort und ist auferstanden. Er hat das alles erfüllt.
Du musst nicht hinauf, das wäre das größte Werk, was man tun kann. Das größte Werk von allen, in den Himmel hinauffahren, das Wort Gottes herabholen. Ja? Und er sagt, das hat Christus gemacht. Sprich nicht so, so spricht der Unglaube. Christus war schon im Himmel und ist herabgekommen und war in den untersten Örtern der Erde und ist heraufgekommen. Er hat das alles erfüllt für uns. Ja, sondern, und der Glaube sagt, das Wort ist uns nahe geworden, im Mund und im Herzen. Und das ist das Wort vom Glauben, das wir predigen, das predigen wir. Wir predigen nicht mehr das Gesetz. Wir predigen, dass Christus des Gesetzes Ende ist. Eigentlich müsste man sagen, unser alter Mensch, der ist noch unter Gesetz. Und er wird sterben, nicht am Krebs, sondern er wird sterben, weil der alte Mensch gesündigt hat. Noch genauer, der alte Mensch hat das Gesetz Gottes übertreten, vom Sinai, und wird deswegen sterben und wieder zur Erde werden. Der neue Mensch in Christus, der war noch nie unter dem Gesetz des Mose und der wird auch nie unter dem Gesetz vom Sinai sein. Der neue Mensch in Christus folgt dem Gesetz des Geistes. Warum? Weil er Geist ist. Und weil wir in Christus sind und uns als neuen Menschen verstehen, deswegen schreibt Paulus, wir sind nicht mehr unter Gesetz, sondern wir sind vom Gesetz frei, dass wir eines anderen werden, dass wir Christi sind. Das ist das, was in der Taufe passiert. Ja? In der Taufe bezeuge ich, dass ich mit Christus gestorben bin, juristisch tot und wieder auferstanden bin, dass wir in Neuheit eines Lebens wandeln. Das ist schon alles. Das ist kein Sakrament, die Taufe. Hilft auch nicht, ist ein Gehorsamsschritt. Ja? Sollen wir tun, wenn wir gläubig geworden sind, sollen wir uns taufen lassen. Ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Man kann auch sagen, ich glaube an Jesus. Ich bin mit Christus mitgestorben und mitbegraben. Und das kann man zeichenhaft darstellen. Das Zeichen hat Christus uns gegeben, indem wir uns taufen lassen. Ist schon alles. Nicht beträufeln mit Wasser. Ich finde, das ist auch ein ganz tolles Bild. Ja? Die Amtskirchen beträufeln ja mit Wasser. Das heißt, der alte Mensch, der stirbt gar nicht. Der bleibt, ja, wird nur ein bisschen nass gemacht. Der wird ein bisschen fromm. Ja? Und dann lässt man den wieder laufen. Ja? Und das ist nicht das, was die Bibel sagt. So, sie sagt, wir sind mit Christus mitgestorben. Unser alter Mensch ist mit Christus gestorben. Das ist wichtig für uns. Seelsorgerlich ist das auch wichtig. Das ist eine geistliche Wahrheit, die seelsorgerlich wichtig ist. Dieser alte Mensch, der immer noch sündigt, der immer noch Begierden hat, der immer noch Wünsche hat, der Vorlieben hat, der seine Rechtfertigung sucht, der zu seinem Recht kommen will, der ist mit Christus mitgestorben. Das dürfen wir wissen. Das ist seelsorgerlich für uns wichtig. Das ist Tod. Und wir dürfen uns auf die Wahrheit stellen, dass wir von Neuem geboren sind und dass wir in Christus einen neuen Menschen haben, einen geistlichen Menschen, und wir sind Wartende. Wir warten darauf. Wir warten, dass wir offenbar werden mit Christus, wenn er kommt. Das ist das, was die Christen tun. In der Zwischenzeit, wo wir warten, in der Zwischenzeit arbeiten wir fleißig, ja, zuverlässig, keine Frage. Wir kommen nicht zu spät ins Geschäft und gehen dafür früher, ja, sondern wir machen es umkehrt und kommen ein bisschen früher, gehen auch schon mal später, das ist wichtig. Ja, dass das Zeugnis nicht geschmälert wird, weil wir faule Leute wären. Das ist ganz wichtig. Aber wir sind Wartende und wir machen unsere Arbeit in der Zeit und wir geben weiter von der Hoffnung, die uns ist. Das ist schon alles. Das ist viel. Dann sind wir Stellvertreter Christi auf Erden, oder? Ja, das ist viel. Ja, und da kommt man ganz schnell zu. Und Paulus sagt, um Himmels Willen, wenn doch Israel das verstehen würde, Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Das ist die Erfüllung von dem, was ihr im Sinai als Modell bekommen habt. Das kommt in Christus zu euch und ihr wollt das nicht. Wie kann das denn sein? Ich will, um Himmels Willen, sagt er, ich wünsche in meinem Herzen, ja, ich flehe für Israel, dass sie das verstehen. Aber sie wollen ihre eigene Gerechtigkeit aufbauen. Und das kann man für ganz viele Christen heute auch sagen, ja, dass sie im Gesetz stecken geblieben sind, ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten wollen. Ich schätze Leute, die das selber versucht haben. Und ich schätze Leute, die daran gescheitert sind, weil deren Geschmack sich ändert. Ja? Die werden barmherziger. Die wissen, wo sie durchgegangen sind. Die sind durch eine schmale Pforte gegangen. Das haben viele Christen nicht erlebt. Das spürt man auch. Man spürt das bei den anderen aber auch. Ja? Und das ist ein Geheimnis. Das kann man auch niemandem weitergeben. Und auch durch Erziehung, ja, haben wir heute Morgen am Tisch gesagt, Gott hat keine Enkel. Gott hat immer nur Kinder, ja. Und das ist ein Geheimnis im Glauben. Und das überkommt uns, ohne dass wir das erwartet hätten. Ja, und das ist vielleicht auch eine schwierige Phase, wo man da so drin steckt. Und trotzdem wünsche ich die jedem Christen, dass wir an uns selber einfach mal zuschanden werden. Und neu in Christus auferstehen. Und ein neues Wesen haben. Und anders werden. Ja, das ist was ganz, ganz Feines, was Gott da tut in Menschen. Das ist ein Wunder, ja.
Ja, dann sagt Paulus halt, das Wort ist dir nahe, ja? Und das Wort vom Glauben, das ist das, und das predigen wir, der Glaube ist nahe. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus, um dass er der Herr sei, und wenn du glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, wirst du selig. Kannst dich taufen lassen. Oder? Mehr brauchst nicht. Siehe, da ist Wasser, was hindert's? Ja? Oder Kämmerer aus dem Morgenland hat sich taufen lassen. Kämmerer, ja? Kennt ihr? Ja, ne? Im Siegerland rollen sie so, das R hier, Richtung Siegen. Und die sagen nicht Kämmerer, die sagen Kämmerer. Der Kämmerer. Und einer im Siegerland hat gepredigt und hat gesagt, was ist denn ein Kämmerer? Ein Kämmerer ist einer, der sich um die Leute kämmert. Und wir sollen uns auch um die Leute kämmern. Das war so Siegerländer aus. Ich mag sowas, ja? Ich finde das drollig. Es ist grottenfalsch, aber es trifft genau richtig, ja? Ich finde so der Kämmerer aus dem Mord. Der hat sich gekämmert. In Jerusalem hat sich gekämmert. Hat Jesaja gelesen, ja? Toll, finde ich toll. Mag das sehr. Ja? Und er sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus, dass er der Herr sei, wenn du glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Das ist schon alles. Denn wer von Herzen glaubt, wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man selig. Das heißt, wenn ich mit dem Herzen glaube und sage, ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, du hast deinen Sohn geopfert für mich, dann hat er wohl alle meine Sünden getragen. Und es war dringend notwendig für mich. Dankeschön. Ich nehme das gerne an. Dann freut sich der Vater im Himmel. Das ist ihm ja teuer geworden, ja? Das war ja nicht billig, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und wenn er sieht, dass Menschen das anerkennen und dafür Danke sagen, mehr können wir bezahlen, kann das keiner, ja? Aber dann ist der Vater im Himmel fröhlich, dann freut er sich drüber. Und der Sohn freut sich auch darüber, dass er sagt, ich bin nicht umsonst gekommen. Ja? Und deswegen genügt das. Wenn wir glauben an das, was Gott getan hat, dann wird man gerecht. Ja? Das schenkt Gott einfach. Wenn du von Herzen glaubst, wirst du gerecht. Und wenn du mit dem Mund bekennst, dann wird man selig. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist hier kein Unterschied unter Juden und Griechen. Ui, das war aber damals Sprengstoff. Ja? Dankeschön. Heute wäre es der nächste Halbsatz gewesen. Ja? Heute auch wieder. Ja? Damals war der Skandal, dass er sagt, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Da haben die Juden, die haben Feuer gespuckt. Was? Die unbeschnittenen Heiden da in Athen, Paulus. Und er sagt dann noch, die unbeschnittenen Gäuder in Athen und in Griechenland, das wäre ein Tempel Gottes. Hier ist doch der Tempel Gottes. Du kannst ja nicht sagen, die wären Tempel Gottes. Und das haben sie ihm vorgeworfen, als er nach Jerusalem kommt. Ja? Haben sie gesagt, du redest wieder das Gesetz. Haben wir heute Morgen ja auch, oder ich, ja? Und du redest wieder diese Städte, wieder den Tempel. Und du sagst, man bräuchte sich nicht beschneiden zu lassen. Das waren so die drei Vorwürfe, die die Juden gegen Paulus hatten. Du redest wieder das Gesetz und wieder diese Städte und du redest wieder die Beschneidung. Und zwar tust du das unter den Juden, die unter den Heiden wohnen. Nicht hier in Jerusalem, da traust du dich wohl nicht. Du machst es da draußen bei denen, das ist nicht in Ordnung. Ja, das war der Vorwurf. Aber Paulus sagt, wer an Jesus glaubt, wird nicht zuschanden werden. Und es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Ho, 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 ho. Natürlich ist da ein Unterschied. Die Juden haben eine fünfstufige Seele und die Heiden haben nur eine dreistufige Seele. Danach kommen die Tiere und dann die Pflanzen. Ja, also so ist das da im Talmud geregelt. Kannst du nicht sagen, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Und heute darf man das auch nicht mehr sagen. Ja? Heute hört das ja auch auf. Also in Christus gibt es aber keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Ja, es ist allzumal ein Herr, reich über alle, die ihn anrufen. Über alle, die ihn anrufen. Ist das nicht schön? Wie ist das schön, dass Gott so leutselig ist, so menschenfreundlich, so nah. Gott wird so nah, ja? So privat ist es, wie wenn man dem Papa auf den Schoß springt und sich da hinsetzt, ja? So ist es im Neuen Testament. Das ist ganz, ganz familiär geworden, ganz freundlich, ja? Ganz zugewandt. Ganz wunderschön, ja. Und so ein großer Unterschied zu dem, was im Alten Testament gezeigt wird, ja. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll selig werden. Also der Paulus, der kann überhaupt nicht schweigen davon, dass dieses Anrufen des Namens des Herrn allein ausreicht, ja. Aber er sagt, die Pastoren, die müssen auch geschickt werden, die das predigen, ja. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Muss ja hören vom Evangelium und zu glauben. Muss ja wissen davon, ja. Muss also gepredigt werden. Wie sollen sie hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die den Frieden verkündigen, die das Gute verkündigen. Das war mit dem Schwimmbad eben, ja, dass man nicht mit Straßenschuhen rein soll. Deswegen sage ich, das schreibt der Paulus hier auch. Ja, wie lieblich sind die Füße derer, die den Frieden verkündigen, die das Gute verkündigen. Das Evangelium soll verkündigt werden und Pastoren sollen dafür ausgebildet werden und sollen geschickt werden, Evangelisten, ja, die das Evangelium weitersagen.
Aber, sagt der Paulus, nicht alle glauben ans Evangelium. Ja? Nicht alle glauben dem Evangelium, nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Dann ist Jesaja 53. Der Vers vorher war Jesaja 52. Das ist jetzt Jesaja 53. Herr, wer glaubt unserem Predigen? Denn er schoss vor uns auf wie ein Reis aus deren Erdreich. Da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte und so weiter. Ja? Das ist das Christuskapitel, Jesaja 53. Merkt ihr das? Der Paulus zitiert, der schreibt nicht nur irgendwas ins Poesiealbum. Der spricht über Jesaja 52 im Kapitel vorher. Und er spricht über Kapitel 53 hier, ja? Das ist Jesaja 52 hier. Könnt ihr in euren Bibeln gucken, da, wenn ihr da so Anmerkungen habt, Parallelstellen. Der zitiert hier aus Jesaja 52 und 53. Und wer sich erinnert, wir haben mal so einen Zyklus gemacht, so einen Jesaja-Zyklus, ja? Jesaja 52 redet vom Reich Gottes, das Reich Gottes kommt. Kapitel 53, dazu muss aber Christus kommen und sterben. Jesaja 54, Israel kommt zum Glauben. Jesaja 55, die Heiden kommen zum Glauben. Kommt her zu mir alle, ja, und kauft umsonst, ohne Geld, Wein und Milch. Ja. Dann ruft Gott alle zu ihm. Jesaja 56, bleibt mir treu, fallt nicht ab. Jesaja 57, der Abfall wird angedroht. Jesaja 58, der Abfall kommt, die ganze Welt fällt von Gott ab. Jesaja 59, das Gericht. Jesaja 60, das Reich Gottes wird aufgerichtet. Ja? Ja, können wir nachher machen. Ist eine gute Frage, ja? Ist eine gute Frage. Jesus benutzt das in Johannes 3 nochmal anders, ja? Er sagt zu Nikodemus, du kannst das Reich, der Himmel, das Reich Gottes nicht sehen, wenn du nicht von neuem geboren bist, ja? Machen wir gleich nochmal, ja? Genau, ja, das ist meiner Meinung nach auch nicht so ganz durchgängig, ja? Es gibt auch Himmelreichsgleichnisse, dann gibt es das Reich der Himmel, das Reich Gottes, ja? In Jesaja ist es so, dass eigentlich von dem, ich sag mal so, von dem Reich des Messias gesprochen wird, von dem irdischen Reich des Messias. Jesaja 52. Dann kommt Jesaja 53, Christus stirbt. Und dann kommt was ganz Erstaunliches. Jesaja 54 und 55 redet nicht mehr von dem irdischen Israel, sondern von der Gemeinde Jesu. Die aufkommt, die glaubt, die abfällt und dann das Gericht kommt. Und dann kommt Christus wieder und richtet sein Reich mit Israel wieder auf. Das ist dieser Zyklus. Und Paulus fängt hier im Römerbrief, hier in Römer 10, zitiert er hier aus Jesaja 52, ja, weil es wird dort angekündigt, dass das Reich Gottes beginnt. Und dann kommt er in Jesaja 53 und spricht hier, als ob er diesen Jesaja-Zyklus kennt. Herr, wer glaubt unserem Predigen? Ja, nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Jesaja sagt ja, Herr, wer glaubt unserem Predigen? Das glauben nicht alle. Aber wer es glaubt, wird selig. Ja, das haben wir als Kinder immer gesagt. Ja? So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber kommt durch das Wort Gottes. Ich sage aber, haben Sie es nicht gehört? Ja, natürlich, sagt er, es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schall, und in alle Welt ihre Worte. Ich sage aber, hat es Israel nicht erkannt? Hat Israel es nicht mitbekommen? Was ist denn los mit Israel? Wieso glaubt Israel denn nicht? Die müssten doch als Erste glauben. Luther hat gedacht, die Juden müssten doch die Ersten sein, die das glauben. Der Luther ist zum Glauben gekommen und hat Christus gefunden. Das hat sein ganzes Leben verändert. Und dann hat der Luther gedacht, habe ich auch gedacht, ja, als ich im Glauben kam, die ganze Welt ist neu geworden. Und dann hat er gedacht, naja gut, aber ich meine, die das als Erste kapieren müssten, da müssten doch die Juden sein, sagt der Luther. Die sind doch am nächsten dran. Und dann hat er sich mit den Juden ins Benehmen gesetzt, hat den Kontakt dann gesucht. Die haben auch den Kontakt vom Luther gesucht, weil der Luther halt den Papst geschimpft hat. Das gefiel den Juden gut. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und da haben sie sich versucht, mit dem Luther anzufreunden. Dann hat er gemerkt, wie spöttisch die sind. Und dann hat sich seine Meinung den Juden gegenüber komplett geändert. Ja. Ist aber auch schon ein halbes Jahrtausend her, war eine ganz andere Zeit wie heute eigentlich. Ja. Aber das ist so die Situation, wo der Paulus auch fragt, hat es Israel nicht erkannt? Hat Israel das Evangelium nicht verstanden? Das ist ja in alle Welt hin ausgegangen, ja? Das Jesaja 53, 54, 55. Ich glaube, dass der Paulus das kannte. Der kannte das Alte Testament viel, viel, viel besser als wir. Der kannte das auswendig, der war da drin zu Hause. Das fehlt uns heute. Wenn wir Jesaja auswendig kennen würden und würden Römer 8 lesen und Römer 10 lesen, dann würden wir sagen, klick, klick, klick. Genau, ich kenne das. Ich weiß, wo der Paulus gerade sich aufhält. Das ist da drüben hinten links in der Ecke oder da hinten, ja. Ich weiß, wo der gerade dran denkt. Und dann bekommt das mehr Tiefe. Das wird farbig plötzlich. Es wird dreidimensional. Aber uns fehlt oft diese Perspektive aus dem Alten Testament, ja.
Und dann sagt Paulus hier, ich sage, aber hat es Israel nicht erkannt? Und dann sagt er, aufs Erste spricht Mose, ich will euch eifern machen über dem, das nicht ein Volk ist. Was soll denn das für ein Volk sein? Ein Volk, das kein Volk ist? Eine Nation, die keine Nation ist, ein Nichtvolk, ja? Lo-Ami heißt es, glaube ich, ja? Ami sind ja die Amis in der Bibel, habe ich gehört. Dan ist Dänemark. Ja, so kann man auch Bibel auslegen, ja? Also ich glaube nicht, dass das gut ist, das darf man so nicht machen, aber Ami wären die Amerikaner und Dan ist Dänemark und so Sachen. Gibt es halt auch. Aber was ist das denn, ein Nichtvolk? Gott will die Juden eifersüchtig machen über ein Nichtvolk und über ein unverständiges Volk, will ich euch erzürnen? Das ist aber heftig. Das ist ein Zitat aus der Bibel, ja? Wir Germanen, wir waren vorher unverständig. Wir haben Wotan und Thor haben wir geopfert. Ja? Und irgendwelchen germanischen Gottheiten. Wir waren unverständig. Wir haben irgendwelchen Gottheiten sind wir nachgefolgt. Bis die im Nahen Osten sich so lange gestritten haben, die sind alle verwandt untereinander. Die Israelis, die Jordanier, alles Edom, Moab, Ammon, die Syrer, Aramäisch ist fast wie Hebräisch, ja? Iran, das ist alles Sem. Und die haben so lange gestritten miteinander und mit ihrem Gott gestritten, dass irgendwann Gott zu uns gekommen ist. Und wir sind Nutzen dieser nahöstlichen Familienstreitigkeit, muss man fast sagen. Ja? Gott ist zu uns gekommen. Und da sind wir verständig geworden. Aber vorher waren wir auch ein unverständiges Volk. Ja? Und Gott hat sein Volk, sein Christusvolk, muss man sagen, aus allen Völkern geholt. Ja? Das Volk Gottes heute, das sind die Christen. Denn wer den Sohn hat, hat auch den Vater. Wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht. Dann ist das Volk Gottes, sind alle Christen weltweit, egal aus welcher Nation die kommen. Ob das Franzosen sind oder Amerikaner oder Russen, das spielt gar keine Rolle mehr. Oder Deutsche, ja? Schwaben sogar werden gläubig. Ja? Also das ist unabhängig von der Nation. Unabhängig, da, wo wir herkommen. Und deswegen sind wir ein Nichtvolk. Ja? Ich will euch Juden, euch Israel, will ich eifersüchtig machen über dem, das nicht ein Volk ist, nämlich über die Gemeinde. Und jetzt versteht man auch, was Mose dort formuliert hat. Er sagt, ich will Israel eines Tages eifersüchtig machen über etwas, was nicht ein Volk ist, über die Gemeinde Jesu und über ein unverständiges Volk, ein Volk, was heute noch unverständig ist und dann aber Licht bekommt. Darüber will ich euch erzürnen lassen. Da ist Kain und Abel, wird da beschrieben. Ja? Dieser Konflikt, der dort im Alten Testament im Paradies schon oder nach dem Paradies gewesen ist. Das ist das, was die Bibel über die Situation heute auch sagt. Und manchmal habe ich den Eindruck, so, weil die Juden haben jetzt in der Kabbala alle möglichen Aussagen auch drin und die Christen haben den Juden natürlich immer gesagt, wir sind wiedergeboren, wir haben Gottes Geist, denn den habt ihr nicht. Und dann waren die Juden irgendwann so eifersüchtig, ja, dass die gesagt haben, okay, wir haben aber einen göttlichen Funken. Und wir haben nicht einen dreieinigen Gott, wir haben einen zehneinigen Gott. Wir haben 10 Sephirot im Kabbalah-Baum. Und oben drüber ist Ein Sof und unten drunter ist die, wie heißt der? Shechina, ja, genau. Das heißt also, die haben aus meiner Meinung nach ein Stückweise aus Eifersucht sich dasselbe installiert und oder mehr geholt und geeignet als die Christen hatten. Die sagen, ja gut, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann haben wir halt den göttlichen Funken. Ja, the divine spark. Und unser Gott hat halt 10 verschiedene Dimensionen, weil wir auch eine mehr, ja? Und dann merkt man diese Eifersucht, die Paulus hier zitiert aus dem Alten Testament, ja? Ich hatte eine Geschäftskollegin, die habe ich getroffen in Frankreich auf einer Immobilienmesse und die ist aus Frankfurt und die sagt, sie ist halt Kabbala-Studentin. Also einer ihrer Mitarbeiter, der hat mich dann irgendwann gesagt, meine Chefin ist gerade da, du bist doch auch Christ, du hast doch von der Bibel erzählt, das wussten die auch, ja? Die sind auch Juden dort. Und unsere Chefin ist da und die wollte mal sprechen mit dir, die studiert die Kabbala in Frankfurt. Ja. Und dann haben wir uns da kurz unterhalten. Aber damals wusste ich aber noch nicht so genau, was das ist mit der Kabbala. Ne? Also sehr, sehr hübsche Frau und sehr, sehr vermögende Frau. Ist Kabbalistin und hat mit ihrem Mann zusammen in Frankfurt eine christliche Schule gebaut. Und die christlichen Eltern, die christlichen Schüler wissen gar nicht, dass die Gründer von dieser Schule eigentlich aus der jüdischen Kabbala kommen. Komisch, ne? Ich habe gestern Abend erzählt, ich habe einen Freund, der ist Freimaurer, der hat gerade sein Predikantentum abgeschlossen. Der predigt jetzt irgendwo in Baden-Württemberg. Sonntagmorgens in der Kirche ist ein Freimaurer. Ich bin gespannt auf die Predigt, ja.
Wir sind ja frei in Christus. Ich würde das jetzt auch nicht jedem raten, ja, aber ich werde da hingehen, ich werde mir das anhören. Aber es kann sein, dass verschiedene Pfarrer, gerade evangelische Pfarrer, auch in solchen Kreisen sind. Das gibt's. Ja? Gut, man muss nicht überall was sehen, aber das sind so Dinge, die es halt heute auch gibt. Ja? Okay, und dann sagt er, Paulus zitiert wieder Jesaja. Ja? Hat er doch eben schon zweimal. Er legt das Alte Testament aus. Jesaja aber darf wohl so sagen, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht gesucht haben. Und bin erschienen denen, die nicht nach mir gefragt haben. Das heißt, Gott hat Israel verlassen, als sie seinen Sohn kreuzigen. Und dann geht Gott an die Hecken und Zäune und raus auf die Straße, geht zu den Heiden. Wie in dem Gleichnis. Und wer auch immer will, soll an seinen Tisch kommen, ja? Damit sein Haus voll wird. Und es ist hochpeinlich für die Juden, dass sie nicht dabei sind. Das mögen sie nicht hören. Aber das ist wahr. Und Gott hat gesagt, wenn ihr nicht wollt, dann gehe ich woanders hin. Das ist ja unglaublich, sagt der Paulus. Ja, das steht im Alten Testament. Euch werden die Ohren klingeln, wenn ihr davon hört. Das werdet ihr nicht glauben, was Gott tut. Gott wird den Tempel zerstören lassen, wird euch aus dem Land jagen und wird das Reich einem Volk geben, das seine Früchte bringt. Einem Nichtvolk. Ja? Und er wird euch eifersüchtig machen über dieses Volk. Und wer auch immer, deswegen ist Gnadenzeit und die läuft auch ab. Und es ist so eine gute Zeit, weil Gott so nah ist. Man kann jetzt ganz, ganz schnell zum Glauben kommen und ganz unbürokratisch. Ja? Das ist, wer an den glaubt, ist gerecht. Wer mit dem Herzen bekennt und wer mit dem Mund, wer mit dem Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt. Das ist schon alles. Aber das tun die Katholiken auch. Ne? Bitte? Das tun auch die Katholiken auch. Mit dem Herz bekennen, mit dem Herz glauben, mit dem Mund bekennen. Ja, aber die Lehre ist halt eine andere. Ich liebe Katholiken, weil ich glaube, dass die auch ihren Glauben ernst meinen. Aber ich mag nicht die katholische Dogmenwelt. Das mag ich nicht, ja. Weil da stehen halt Sachen drin, wer seines Heils gewiss ist, der sei verflucht und ausgeschlossen, ja. Das lässt man den Katholiken nicht zu, dass sie ihres Heils gewiss wären. Und man hat auch alles Mögliche um diese Rechtfertigung allein aus Glauben hat man drumherum gerankt, ja. Heiligenverehrung, Weihrauch, Mitgliedschaft in der Kirche muss sowieso sein. Marienanbetung. Ja, das sind so Sachen, die alle von Jesus ablenken. Und das ist etwas, was man Jesus dazugesellt, ja, und was man daneben beistellt. Und das ist verboten, ja. Und das Erstaunliche heute ist jetzt, dass es jetzt Aussagen gibt im Internet. Ich habe da ja auch so mal ein Video drüber gemacht, dass es Aussagen gibt, dass das persönliche Schicksal von einzelnen Menschen und auch von Staaten davon abhängt, wie man sich zu Israel stellt. Und das ist nicht wahr, ja. Das Schicksal des einzelnen Menschen hängt davon ab, wie er sich zu Jesus Christus stellt. Ja? Und dann gibt es halt auch die Aussagen, und deswegen sage ich, ich merke da, dass da so Dinge sind, die zum alleinigen Heil in Christus dazugestellt werden aus einer Richtung, die ich nicht erwartet hätte, nämlich aus der israelisch-jüdischen Richtung. Und dass man sagt, als Christen müssen wir, sorry, ich rede ganz offen, ja, als Christen müssen wir unverbrüchlich an der Seite Israels stehen. Das müssen wir nicht. Wir müssen als Christen unverbrüchlich zunächst mal an der Seite Jesu stehen und dann müssen wir als Christen unverbrüchlich an der Seite unserer Geschwister, unserer Glaubensgeschwister stehen, die vielfach in Verfolgung sind und von denen man überhaupt nichts hört in der Presse. Es wird alles weggeschwiegen und die ihr Leben lassen. 365 Millionen Christen sind konkret mit dem Leben bedroht für ihren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus und die haben überhaupt keine Lobby. Und uns Christen wird erzählt, dass unser Schicksal, unser Heil abhängen würde davon, wie wir zu Israel stehen. Das ist nicht in Ordnung. Entschuldigung, ich bin da vorsichtig, aber das ist eine Irrlehre. Weil dann reicht ja nicht, dass du an Jesus glaubst. Da musst du auch noch für Israel sein. Und das steht in der Bibel nicht. Also aus Römer 10 geht genau das Gegenteil hervor. Ich wünschte, Israel würde erkennen, worum es hier überhaupt geht. Ja? Und deswegen sage ich, kommen plötzlich so Querschüsse da aus einer Richtung, die ich nie erwartet hätte. Es gibt einen Artikel von Amir Zafati, muss ich alles wieder rausschneiden, ja, aber der schreibt, wer an Jesus glaubt, kann kein Antisemit sein. Einverstanden, Antisemit ist man eh nicht. Ich bin auch kein Anti-Jafetit, oder? Oder kein Anti-Hamid, kann man ja auch sein. Kennt man gar nicht die Begriffe. Anti-Jafetit kennt man nicht so, ne? Jafet ist Europa, aber Anti-Jafetismus gibt es nicht. Antisemitismus, das kennen wir alle gut. Ja, Anti-Hamid kennt man auch nicht so, das ist so Nordafrika-Ham. Sem, Ham und Jafet waren doch drei Söhne.
Aber Antisemitismus, das kennen wir irgendwie, das ist uns ganz geläufig gemacht worden. Und dass das böse ist, das darf man nicht. Ja, ja, man darf auch nicht Anti-Jafetit sein, man darf auch nicht Anti-Hamid sein, ja? Wäre mal so meine Aussage. Aber dass jetzt der Glaube abhängt vom persönlichen Geschick und der Zafati schreibt dann, wer gegen Israel ist, der hat das Heil nicht. Das ist jetzt noch eine Raste weiter. Ja? Und es gibt noch 4, 5 Rasten, die wird man auch noch weiter drehen. Dann darf man Israel nicht mehr kritisieren, ja? Dann darf man Israel nur noch loben und dann darf man Israel noch göttlich verehren. Dann nehmen sie euch Jesus weg und dann geben sie euch Israel. Weihnachtsfest geht weg und ihr kriegt Chanukka. Darf man nicht sagen, ne? Ist ein ganz heftiges Thema, ja? Ja? Könntest du ganz kurz was zur ewigen Sicherheit sagen? Heilssicherheit? Ja, in Jesus sind wir alle sicher. Ja? Und zwar, ja, und, ja, einfach weil es Heil bei ihm liegt. Und es ist auch nicht ja und nein. Beides. Es gibt die Aussage, dass Jesus sagt, niemand wird sie mehr aus meiner Hand reißen. Ja? Der Vater hat mir sie gegeben, sie sind mein. Das ist die himmlische Perspektive und das ist so. Ja? Also selbst der Teufel wird Jesus seine Leute nicht wegnehmen können. Und gleichzeitig warnt die Bibel auch, ja? Und sagt, seid nicht stolz und haltet am Glauben fest. Und Demas hat die Welt lieb gewonnen, da steht Agape. Ja, der Demas ist nicht mehr bei Paulus. Er hat die Welt, dann in der Bibel steht, wer die Welt liebt, in dem ist die Liebe Gottes. Im Kolosserbrief schreibt er davon. Ja, also die Bibel warnt davor, dass wir bei Gott bleiben sollen und nicht abfallen sollen. Und auf der anderen Seite sagt die Bibel auch, dass das Heil sicher ist. Und jetzt frage ich mal so, wir haben 8 Milliarden Menschen. Können wir pauschal sagen, dass jeder, der an Jesus glaubt, egal was er tut, gerettet ist? Ich gebe euch ein krasses Beispiel. Wir hatten einen Pastor in Aachen in unserer Gemeinde, der hat systematisch alle Schwestern besucht. Ich sage es ein bisschen vorsichtig, ich könnte es noch viel deutlicher sagen, ihr wisst aber, was ich meine, ja? Systematisch. Der ist vom Hirten zum Wolf geworden. Kann ich dem sagen, Karl, du bist trotzdem gerettet, für immer und für ewig? Was wir manchmal durcheinander werfen, ist das Thema Wiedergeburt und verloren gehen, ja? Jemand, der wiedergeboren ist, geht nicht mehr verloren. Aber die Bibel kennt die Aussage, wer glaubt, der kann glauben und kann vom Glauben auch wieder abfallen. Das kennt die Bibel. Ja? Ja? Ist ein ganz schwieriges Thema, ja? Ich will aber vielleicht Folgendes seelsorgerlich sagen dazu. Jemand, der Angst hat, vom Glauben abzufallen, dem kann man sagen, der Heiland hält dich fest. Das ist doch gar nicht dein Ding. Der Herr Jesus hält dich fest. Und jemand, der sagt, ich kann alles machen. Ich habe eine Frau zu Hause, die ist für die Agape und Phileo und dann habe ich noch eine Freundin, die ist für den Eros. Originalton vom Pastor. Ja? Das geht nicht. Und ich sage, was ist denn los mit dir? Wo bist denn du unterwegs? Ja? Und da kann man auch jemand sagen, wenn du so weitermachst, gehst du mit deiner Bibel als Pastor, gehst du verloren. Das darf man sagen. Ja? Und deswegen sage ich, alle, die sich dieser Sorgen machen drum und die Angst haben darum, weil sie sich selber nicht trauen, und das kann man verstehen, wenn man ungefähr weiß, wer man ist. Dem kann man sagen, du hast ja deine Hoffnung nicht auf deine eigenen Werke gesetzt, sondern auf das Werk Christi. Und das Werk Christi ist nicht mehr rückgängig zu machen. Golgatha, das ist geschehen. Das kann kein Engel und kein Teufel mehr zurückholen. Das ist ein für alle Mal wahr. Das heißt, unsere Heilsgewissheit liegt ja nicht in dem, was ich tue oder was ich bin, sondern in dem, was er getan hat. Und das ist unverrückbar. Ja? Und alle, die da Sorge haben, dass sie irgendwann Jesus verraten würden, den kann man sagen, der Herr hält dich fest, hat er gesagt. Aber ich kann genauso gut jemandem sagen, der eigensinnig und dickköpfig ist und die Gnade auf Mutwillen zieht, es gibt viele Bibelstellen dafür, dem kann ich ganz, ganz frontal sagen und sagen, selbst wenn du Pastor, wenn du Papst von Rom wärst, wenn du so weitermachst, kommst du in die Hölle. Das kann man sagen. Ja? Und manchmal ist das gut, das muss man manchmal sagen. Und deswegen mit der Unverlierbarkeit des Heils, ich weiß, das ist im Internet auch immer eine große Sache, aber ich kann diese, man kann das nicht, das Evangelium gilt für 8 Milliarden Menschen in 8 Milliarden unterschiedlichen Lebenssituationen. Ja? Die Bibel lässt uns beides offen und der Punkt ist dann der, wende ich denn zur richtigen Zeit beim richtigen Menschen das Richtige an? Ja? Und da fängt Weissagung an, ganz nüchtern. Das ist Prophetie.